Morgen! Schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ich habe hier schon was liegen und zwar ist das ganz dünne Baumrinde von der Birke. Die habe ich gerade wiedergefunden, weil ich ein Buch aus dem Regal genommen habe und da habe ich die drin gepresst. Interessant sind halt die beiden Farbtöne. Von der einen Seite sieht die so aus und von der anderen Seite eben grün. Also es ist eine schöne Kombi. Ich packe das erstmal zur Seite. Ich habe hier eine Leinwand und darauf will ich mich jetzt ein bisschen ausprobieren. Ja, so in den Grundtönen habe ich hier beide stehen, aber ich fange jetzt mal spontan mit diesem Beige an. Ich habe mir gedacht, ich könnte die Farbe auch nehmen, um ja die Baumrinde darauf zu kleben, also als Klebefläche nutzen. Ich mag die Farbe total gerne mit Rot gemischt. Das ist jetzt doch auch so leicht in dieser Rinde drin. Ich probiere das hier gerade mal, teste mal. Das passt super, also so würde es quasi Ton in Ton sein. Und genau andersrum, ja, wäre so der Kontrast. Also, ja, wie kriege ich es jetzt zusammen? Ist auch eine schöne Übung, um Farbübergänge zu üben. Also, du kannst wunderbar mit den Farbtönen jetzt spielen. Und ich kann natürlich auch noch dunkler werden, weil der Farbton ist auch da drin. Und ja, im Grunde genommen kann ich auch noch das Grün dazugeben jetzt, darüber gehen. Gehe ich jetzt auch mal. Also ich habe ja vorher alle Farbgänge in diesem Brauntönen und jetzt gebe ich einfach mal das Grün dazu und versuche jetzt so nass in nass, ja, ganz weiche Farbübergänge zu bekommen. Und du siehst schon, das klappt ganz gut über dieses Braun. Und einfach immer schön viel streichen. Ich nochmal, die Farben sind jetzt alle da. Also ich habe das Grün da und ich könnte jetzt das Grün hier auf diese Seite legen oder auf die andere Seite und tatsächlich damit einbinden, also einfach aufkleben. Ich streiche aber erstmal noch oben ein bisschen weiter. Macht total Spaß und jetzt nehme ich einfach auch noch mal rosa. Ja, ich liebe rosa und grün, das finde ich ist eine tolle Kombi und ja, es macht einfach Spaß. Ja, du kannst jetzt das richtig lange irgendwie verblenden. Ich muss nur gucken, dass es nicht zu trocken wird jetzt. Ja, nehme ich das jetzt hier ganz spontan oder ja, viel Zeit zum Überlegen habe ich nicht. Also rauf. Manchmal ist das ja gar nicht schlecht. Dann überlegt man nicht so lange. Hier glaube ich mit dem Grünen dann hier hin und dann bleibe ich so Ton in Ton. Habe ich mir gerade so gedacht. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde natürlich diese Löcher jetzt auch cool, wo die Farbe so durchguckt. Mal sehen. Drück das noch mal ein bisschen dran. Bisschen Farbe. Und ansonsten, ich könnte es ja auch theoretisch einfach auch später kleben, einfach mit Kleber. Das mache ich auch gleich noch mal, weil ich glaube, die Reste würden jetzt nicht mehr kleben. Dazu ist die Farbe schon zu trocken. Ja, diese Linien in der Rinde sind natürlich markant und ich glaube, ist auch immer so ein Magnet, warum man immer so gerne auf diese Birke guckt. Die ist so quer gestreift.
kommt mir der Kopf dazwischen. Nehme ich jetzt die Farbe da drauf? Oder bleibe ich dabei? Ja, wenn man erstmal anfängt zu überlegen, wird es schwierig. Ich klebe das auf jeden Fall jetzt anders. Ich nehme jetzt hier den Kleber und die Farbe ist jetzt zu trocken. Ja, es ist ein spannender Prozess. Also es klebt, ist gar kein Problem. Und ich finde die Farben ja so schön. Und ich finde es auch toll, dass jetzt dieses Sienna, diese Streifen da noch so durchgucken, die anderen Farbtöne. Und ja auch in dem Grünen ist ja auch die Sienna. Also diese Linien sind so markant dann jetzt zu sehen. Ja, ich mache jetzt weiter und ich denke, ich muss hier an den Kanten so ein bisschen aufpassen, dass die Farbe da nicht runterkommt. Und ist alles fest. Und ja, die Farben werde ich jetzt nochmal aufgreifen. Ja, aber wie? Mir ist nach Weiß. Also ich mag die weißen Birken und deswegen will ich noch so ein bisschen Weiß da drauf. Ja, das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt. Also so ein bisschen Farbe schmeißen. Ich finde ja Wasser immer natürlich in Verbindung mit der Natur sehr, sehr wichtig. Und ich greife jetzt dieses Wasser und diesen Fluss jetzt mit auf und wünsche mir so ein bisschen die Farben auch damit rüber zu verbinden oder die ganzen Einzelteile jetzt noch. Ich das jetzt so sehe, erinnerte mich das auch an diese Baumrinde, die eben so senkrecht ist. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Baum das ist, aber ich finde ja auch die Birke und dieses quergestreifte und dieses längsgestreifte sehr schön. Zwischendurch ein bisschen den Platz sauber machen, ruhig, denn hier liegt ja viel Wasser. Jetzt. Ich liebe den Farbton, der auch darunter jetzt durchscheint. Dieses Rosa mag ich halt voll gerne. Und hier, ja, diese Längsstreifen finde ich toll. Es ist halt
Ja, es hat das so ein bisschen auch miteinander in Verbindung gebracht, finde ich. Und ich denke, ich kann jetzt hier nochmal ganz feine Linien reinziehen. Besser ist natürlich, wenn es jetzt trocken wäre, aber ich habe jetzt keine Lust, so lange zu warten, ehrlich gesagt. Also nehme ich einfach nochmal genau diese kleinen Streifen auf, gucke mal. Kann die auch so ein bisschen kolorieren, noch so ein bisschen mehr rausholen. Ja, es war sehr spannend, ein schönes Experiment und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du probierst auch sowas. Egal, was du dann drauf klebst, können ja auch Zeitungsausschnitte sein, irgendein schönes Papier. Für mich war es eben die Birke. Die Blätter hatte ich irgendwann gesammelt, letztes Jahr, und ins Buch gepackt, das Buch vergessen und spontan wiedergefunden. Und da dachte ich so, ja, das ist doch eine tolle Geschichte. Jetzt kann ich das endlich mal machen. Und ja, es hat viel Spaß gemacht. Also ich hoffe, du probierst jetzt auch was aus. Mach einfach. Und ja, genieße den Spaziergang auf der Leinwand. Also einfach machen in diesem Sinne. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es scheint die Sonne ins Atelier und das ist herrlich. Also ich freue mich auf den Frühling und ja, das Video ist schon im Kanal. Das kennst du, es haben sehr viele gesehen. Und jetzt raus oder an den Maltisch. Egal bei was, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Das Video heute war nicht nur eine Collage, sondern eben vor allen Dingen auch ein Arbeiten mit dem Pinsel und ja, wie du weiche Übergänge schaffst. Schau dir das nochmal an, wie ich das gemacht habe. Ich habe dir ins Buch geschrieben, welche Pinsel ich verwende, für was welche Pinsel sind und wie du die auch reinigst. Also schau da nochmal rein. Ich schreibe dir unter das Video auch einen Link mit den Farben, mit den Materialien, was ich verwendet habe. Da kannst du dann auch nochmal reinschauen. Also, schön, dass du hier bist. Ich freue mich immer voll. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich, dass diese Gemeinschaft immer noch wächst und dass immer noch mehr so tolle Menschen dazukommen. Also, danke schön, dass du dich hier beteiligst, dass du ein Teil dieser tollen, wunderbaren Gemeinschaft wirst oder bist. Dass du auch nach wie vor immer wieder einen Kommentar mir schreibst. Ich danke dir so sehr, weil ich lese das und freue mich und ja, denke so, wow, also toll, wir kennen uns jetzt echt schon teilweise über mehrere Jahre und ich danke dir, dass du hier bist und auch hier bleibst. Dankeschön, mach's gut, hab einen schönen Sonntag. Tschüss!